Die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken ist laut DLRG in den letzten Jahren zwar rückläufig, gilt bei Kindern aber nach wie vor als häufigste Todesursache. Umso wichtiger ist es, dass Kinder und Jugendliche lernen, sich im Wasser sicher fortzubewegen. Jedoch hat die Corona-Pandemie für eine Schwimmkursauszeit gesorgt. Die Bäder blieben geschlossen und der Nachholbedarf danach war riesig. Die Chance, einen Schwimmkurs zu ergattern, ging oftmals nur mit langen Wartezeiten einher. Das hat sich zum Glück geändert. Wieder mehr Kinder lernen schwimmen. Aber was bedeutet eigentlich sicher schwimmen können? Natürlich, das Anfängerschwimmen zielt auf Seepferdchen ab. Das ist das erste Abzeichen, was die Kinder bekommen. Heißt aber nicht, dass sie sicher schwimmen können. Sie können sich 25 Meter über Wasser halten. Sicherer Schwimmer ist laut DLRG das bronzene Abzeichen. Also mit 15 Minuten am Stück schwimmen ohne Festhalten, das zählt als sicherer Schwimmer. Dennoch, am Anfang ihres Schwimmlebens sollten Anfänger im Wasser dauerhaft unter Beobachtung stehen. Egal in welchem Alter. Aber vor allem Kinder können Gefahrensituationen noch nicht gut erkennen. Deshalb der dringende Rat vom Profi. Ganz klar, die Eltern sollten die Kinder im Auge behalten. Niemals unbeaufsichtigt lassen, ob sie jetzt gerade schwimmen gelernt haben, noch nicht schwimmen können oder auch schon ein bisschen länger schwimmen. Im Freibad ist immer viel los. Man kann nicht abschätzen, was machen die anderen Schwimmer, wo könnte es da irgendwie zu Problemen kommen. Im Baggersee oder an öffentlichen Badeseen, es lauern andere Gefahren. Es sind Pflanzen, Müll, scharfe Gegenstände, Steine im Wasser, die man oft nicht sieht, weil die Wasserqualität oder die Sicht im Wasser nicht so deutlich ist. Und vor allem im Meer ist es ganz wichtig, die Kinder im Auge zu behalten. Es gibt Strömungen, die können die Kinder absolut nicht einschätzen und die Eltern oft auch nicht. Und die sieht man nicht. Auch in Pforzheim gibt es wieder mehr Angebote, unter anderem auch auf privater Ebene. Ich bin jetzt seit 10 Jahren Schwimmlehrerin, war 8 Jahre lang bei der Schwimmakademie und ich wäre arbeitslos geworden. Und da musste ich eben entscheiden, das selbst in die Hand zu nehmen, weil ich unbedingt in diesem Beruf bleiben wollte, weil es einfach eine wunderschöne Arbeit ist, gerade mit den Kindern zu arbeiten. Durch ihre Geschäftsidee kann Laura Sipos ihre berufliche Karriere weiterverfolgen und helfen, die Schwimmkurslücke weiter zu schließen und das in den eigenen 4 Poolwänden. Der Ausbau in ihrem Garten in Kieselbronn dauerte lediglich 3 Monate. Seit Juni vergangenen Jahres gibt sie nun Schwimmunterricht und der Erfolg spricht für sie. Die Ergebnisse sprechen sich rum, weil 5-6-Jährige, also ab 5-6-Jährige, die können schon nach einer Stunde schwimmen, ohne Hilfsmittel, mit Technik. Die Arbeit im heimischen Gewässer ist ein Pluspunkt, hat aber auch ihre Tücken. Es gibt Auflagen natürlich, die man natürlich vorweisen sollte. Ich habe die neueste Technik. Es ist eine Salzelektrolyse. Hier sind 125 Kilo Meersalz drin. Das wird durch die Anlage, die sehr modern ist, umgewandelt. Ich muss die Werte regelmäßig, also das heißt jeden Tag, muss ich die Werte messen, die ich dann alle schriftlich vorliegen habe. Obwohl sich die Schwimmlehrerin nicht vor Anfragen retten kann, lohnt sich dennoch, bei Interesse nachzufragen.